Die Kontren in einem Kontrit haben jetzt nicht alle die gleiche Größe, sondern unterschiedliche Größen. Das ist hier einmal beispielhaft für einen Meteoriten dargestellt, Giblet-Winzelwahn, das ist ein CM-Kontrit. Unten auf der X-Achse ist die Kontrengröße aufgetragen und auf der Y-Achse die Anzahl der Kontren mit einer bestimmten Kontrengröße. Und dann kann man hier sehr schön die Verteilung der Kontrengrößen in diesem Meteoriten sehen. Und das folgt einer Log-Normal-Verteilung. Und das ist eine sehr typische Verteilung, Log-Normal bis vielleicht normal. Und auch, dass es eine unimodale Verteilung ist. Das heißt, es gibt einen Peak und nicht etwa zwei, drei Peaks. Es kann manchmal vielleicht noch ein paar ganz große Kontren geben, aber das wäre dann nur vielleicht ein sehr kleiner Peak. Die generelle Verteilung sieht aus wie hier. Dazu gibt es dann noch einen Medianwert, einen mittleren Kontrenwert. In dem Fall für die CM-Kontrite wäre der so in etwa 115 Mikrometer. Das sind relativ kleine Kontren. Und um das nochmal zu illustrieren, dass das eine relativ typische Verteilung ist, hier nochmal die Verteilungen für ein paar gewöhnliche Kontrite. Auf der X-Achse der Durchmesser, gerade waren es Mikrometer, jetzt sind es Millimeter. Also die Kontren sind deutlich größer, ansonsten wird die Häufigkeit auf der Y-Achse und das ist jetzt mal hier ein H4-Kontrit für einen LL3-Kontrit, einen LL4 und einen LLL4-Kontrit. Und in allen Fällen kann man hier sehen, zunächst mal, das sind alles immer unimodale Verteilungen, also mit einem Peak. Und dann sind die auch so in etwa normal bis vielleicht lognormal, also mit einer leichten Schiefe. Und das sieht man in all den Kontriten. Es gibt jetzt unterschiedliche Erklärungsansätze für die unterschiedlichen Kontrengrößen. Zum Beispiel, dass es vielleicht eine Kontrengrößenverteilung gab in irgendwelchen Wirbeln oder sowas. Das könnte sowas vielleicht erklären. Auf der anderen Seite, wenn man eine Kontrengrößenverteilung hat und man sagt, die ist durch Sortierung entstanden, dann müssten natürlich davor auch schon unterschiedlich große Kontren da gewesen sein. Also man verlagert das ganze Problem nur ein bisschen. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dass die Kontren Precursor, als sie sich aggregierten, die kleinen Staubkörnchen so unterschiedlich groß wurden oder auch, dass während des Aufschmelzprozesses bei der Kontrenbildung Material in unterschiedlicher Geschwindigkeit abgedampft ist oder manche Kontren vielleicht länger bei hohen Temperaturen waren, dadurch mehr Material abgedampft ist und dadurch ein bisschen kleiner wurden. Das sind alles Möglichkeiten, wie diese Verteilungen hier eingestellt worden sind. In jedem Fall Kontren in einem Kontriten haben eine Größenverteilung.